Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und einer neuen Partie Field of Glory 2 gegen Warnzi in unserem kleinen Community-Turnier. Und zwar der siebte und letzte Spieltag steht an, so langsam. Danach geht es ja noch in die K.O.-Phase, wo auch nochmal alle wieder mit dabei sind. Aber ich hoffe, dass ich hier nochmal einen Sieg rausholen kann, um so ein paar Punkte gut zu machen, beziehungsweise den Anschluss an die Tabellenspitze irgendwie noch halten zu können. Momentan bin ich, glaube ich, auf Platz 4, 3 oder 4. Ich habe die Tabelle gerade nicht vor Augen. Da schauen wir dann nach Abschluss des Spieltages noch mal rein. Also, unsere Pyria gegen seine frühen Römer. Immerhin nicht die Römer des Rangers. Aber die haben natürlich auch, schätze ich mal, schon Sturmfähigkeit dabei. So, große Ebene hier, ein kleiner Bach, nicht offenes Gelände. Große Ebene hier auf der linken Flanke. Beim Gegner hier Gebirge und ein Plateau, ein Hügelplateau mit unebenem Gelände. Auf unserer Seite auch. Der Bach zieht sich sozusagen als Tal dazwischen durch. Das könnte man eventuell besetzen hier. Sieht nach einer guten Verteidigungsposition aus. Hier hinter haben wir einen kleinen Sumpf, nochmal unebenes Gelände, aber da werden wir sicherlich nicht kämpfen. Schauen wir in seine Liste rein. Kriegselefanten hat er. Könnte er haben. Gepanzerte Kavallerie. Erfahrene Hastati Principes. Mit der Sturmfähigkeit. Immerhin noch keine Legionäre. Im Sinne des Spiels. Dann die normalen Hastati haben auch die Sturmfähigkeit. Heerhaufen hat auch die Sturmfähigkeit. Triarii, sehr kleine Truppen, aber ausgezeichnete Qualität. Offensive Speerträger, dann die Thurioforoi. Offensive Speerträger, mittlere Infanterie. Spanische Scutarii einmal. Mittlere Infanterie mit Sturmfähigkeit. Die italischen Fußtruppen kennen wir schon. Irreguläre, unerfahrene Legionäre hat er hier schon mal. Mhm. Kritische Bogenschützen, Velites, leicht gepanzerte Plänkler und Schleuderer. Also er hat schon auch einige mittlere Infanterie. Weiß nicht, ob er, wenn er hier drüben aufstellt, damit rechnet, hier hochgehen zu wollen. Ich glaube mal eher nicht. Vielleicht können wir dann sogar von dem Hügel aus hier rüberziehen. Und machen das direkt mal. Italische Fußtruppen. Kommen hier rüber. Ich sehe gerade, wir haben selber gar keine Thurioforoi hier. Okay, dann ist das wohl so. Müssen wir damit umgehen. Wir werden mal hier drüben irgendwo auch noch mal Thurioforoi aufstellen, einfach weil sie flexibler, mobiler sind. Ich denke, wir nehmen auch einen Elefanten mit. Wir nehmen Xystophori mit. Und Kavallerie. Da sollten wir dann eine kleine Überlegenheit bei der Kavallerie haben. Eine Einheit mehr zumindest. Und tja, leichte Reiter gegen seine Plänkler vielleicht. Müssen wir mal sehen. Wie sinnvoll das ist. So. Schleuderer. Hier zum Schutze davor und Wurfspieße auch. Dann haben wir noch 286 Punkte. Wir nehmen nochmal Spieße mit. Vielleicht könnten wir da auch einmal Unerfahrene platzieren oder Plitensöldner schwer geschützt. Und die Spieße sind unflexibel, ne? Genau. Dann machen wir es vielleicht
So, dass der darüber kommt, die in die zweite Reihe als flexible Einsatztruppe, der Elefant mit Option hier drüben den Flügel zu schützen. Dann sollten wir da noch zwei Einheiten in die Lücke stellen. Einmal Hopliten. Qualität Durchschnitt, Qualität Unerfahren. Dann nehmen wir lieber Hopliten Bürger noch mit. Und wir können sogar einmal unerfahrene Hopliten noch von den Punkten. Okay. Also sehr kompakt hier drüben. Ich hoffe, das zahlt sich aus, dass wir hier dieses Gelände in Besitz nehmen können. Wobei theoretisch sollte hier nochmal eine leichte Infanterie stehen. Dann tauschen wir die beiden einmal durch. So ist es, glaube ich, besser. Nehmen das an. Können noch zwei Generäle zuweisen. Wir haben hier einen mit einer recht guten Reichweite. Hier ist der Oberbefehlshaber. Wir stecken einen auf die Flügeltruppe mit der mittleren Infanterie und einen. Ja, ist auch nur so mittelmäßig für die. Ah, wenn der. Ah, ja, jetzt lass mich mal überlegen. Wenn der hier rauszieht, ist das vielleicht nicht so praktisch, was ich gerade mache. Wäre das so besser? So sollte es machbar sein. Der ist noch hier beim Haupt. Okay. Gut, das war die Ausstellung. Ich bin Spieler A, deswegen hat Vanzi noch nicht aufgestellt. Wir sehen uns dann mit seiner Ausstellung wieder. Mach's gut, bis dann, euer Jan. Dann wollen wir noch mal sehen, wie Vanzi aufgestellt hat. Ganz viele Plänkler auf der Seite, interessant. Hauptteil scheint aber hier so mittig zu stehen. Und ob da überhaupt Kavallerie dabei ist, das können wir noch nicht sagen. Infanterie, Infanterie, Infanterie. Was sind das, unerfahrene Legionäre? Im Zentrum hat er die erfahrenen Hastati, einmal leichte Kavallerie auf dem Flügel. Mhm. Dann brechen wir mal auf. Das würde sich noch nicht lohnen, mit dem Bogenschützen da zu feuern. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns nicht gegenseitig hier auf den Füßen rumtrampeln. Ich glaube, das müssen wir einzeln machen, weil der Elefant ja jetzt da dieser Kommandogruppe zugehört. So, die Kavallerie ein Schrittchen nach vorne. Die leichten Reiter. Hätte ich eigentlich gerne irgendwie gegen die Plänkler eingesetzt, aber das sieht platztechnisch nicht so rosig aus. Wir werden mal trotzdem in die Richtung aufbrechen. Und weiter geht's. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Das unebene Gelände auf dem Hügel soll es sein für die Tasten, hätte ich fast gesagt. Velites sind es natürlich bei den Römern. Und weiterhin keine Kavallerie zu sehen. Interessant, interessant. Ja, ich möchte meine Leichte allerdings auch nicht hier mitten rein. Wenn die hier rüber weggedrängt wird, kann er sie ja auch stellen. Das werden wir entsprechend nicht machen. Wir werden jetzt hier den Hang besetzen. Wie lange bräuchten wir denn, wenn wir da sind? 1, 2, 3, um da hochzukommen. Höhenunterschied 100 Meter. Könnten die Velites gegebenenfalls verteidigen. Wir werden es trotzdem versuchen. Bis an den Hang ran hier.
Beziehungsweise eigentlich können wir bis an den Fluss gehen, aber ich möchte jetzt nicht sofort in die Schussreichweite der feindlichen Plänkler geraten. Was haben die? Wurfspieße. Dann würde ich sagen, ist hier Raum, weiter mit der Kavallerie rauszugehen. Vielleicht können wir ihn ein bisschen auseinanderziehen dadurch. Geplänkel mit der leichten Kavallerie, Geplänkel mit den Velites gegen die Bogenschützen. Ja, unsere Schleuderer wurden schon geschwächt. Bogenschützen haben standgehalten. Und da hat er sogar einen General in den Velites. Florius Hiperius, der Oberbefehlshaber Pompilius Celestis an der Seite von Olcinius Salonianus. Salonianus. So, Attacco. Mitten rein war nicht so toll. Ich werde die mal zurückziehen. Die Frage ist ja jetzt, komm, wir testen das mal. Weicht aus, kommt sogar noch ein Folgeangriff zustande. Dann machen wir das hier auch. Wir wollen diesen Hügel um jeden Preis. Leider können wir sie da nicht ganz erreichen. Und hier feuern wir. Gut, hier wird der Weg jetzt leicht blockiert, aber das ist kein so großes Problem. Die sind ja dafür vorgesehen, hier gegebenenfalls in den Fluss zu steigen. Und die Kavallerie rückt weiter auf dem Flügel raus. Okay. Das ist auch interessant, das sieht so aus, als wenn wir die hier festnageln können in dieser Ecke. Das wäre natürlich schön. So, der Kampf um den Hügel. Da sind die Wurfspieße geschwächt. Astarti richten sich dahin aus. Okay. Das ist interessant. Ah, das habe ich befürchtet. Da würden sie genau an der Kante halten sie aus. Aber die kriegen wir. Die Frage ist, wo gehen unsere hinterher? Zu weit. Immerhin greifen sie die Hastati nicht an. Wollen wir die Schleuderer da noch vertreiben? Uah, bleibt stehen. Da sind die noch ein Feld weiter hinterhergegangen. Okay, dass es die Optionen gibt, war klar, aber damit habe ich jetzt beim besten Willen nicht gerechnet. So, Weg frei für die. Die Hoplitenbürger würde ich dann wieder zurücknehmen wollen zum entsprechenden Zeitpunkt. Da wurden wir abgewehrt. Okay. Ja, mal gucken, ob wir die da wieder rauskriegen. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Da muss ich drehen und da muss ich zurückfallen lassen. Der Höhenunterschied 150 Meter, das wäre schon beeindruckend hier. Da könnte man sogar überlegen, die Hopliten da hochzubringen. Und das machen wir mal. Es dauert zwar eine Weile, aber das machen wir mal. Die müssen halt durch das unebene Gelände erstmal durch. So, der Kampf um den Hügel. Ja, jetzt unsere italischen Fußtruppen hier siegreich. Geraten aber nochmal ordentlich unter Beschuss. Die vorgestoßenen Kräfte ebenfalls.
Und die werden jetzt da auch schon angegriffen. Verlieren den Kampf sogar gegen Hastati, halten aber Stand durch den General. Okay, das heißt, die werden sich mal eindrehen. Die sollen ja nämlich eigentlich zurückweichen. Die kommen da nicht hoch, warum nicht? Egal, die kommen da hoch. Ja, die müssen dann zurück, dann können die zurück, ne? Dann lasst uns hier mal den Oberbefehlshaber unter Beschuss nehmen. Und hier ist die Frage, zurückweichen oder nicht? Sind nur Hopliten Bürger, das ist das Problem. Die könnten sich an die Stelle da platzieren. Theoretisch sogar da angreifen. Erhöht die Chancen dann im Nahkampf. Ah, aber sie wurden direkt geschwächt, das ist ärgerlich. Mist, Mist, Mist. Schauen wir mal. Ach, die halten da auch wieder durch, die Schlingel, und schwächen uns sogar. Das gefällt mir gar nicht. Er hat jetzt schon Einheiten hier rüber beordert, aber da kamen nochmal Triarii hinter dem Hügel hervor. Interessant. Dann sollten wir, glaube ich, den Druck erhöhen. Und hier weiter vorgehen. Den Elefanten mal ganz ran, der wird ja durch den Fluss auch ein bisschen aufgehalten. Und die Kavallerie. Mit Option hier drüben mit einzugreifen. So, mal schauen. Ja. Wir haben halt Pech gehabt, ne? Wenn die wieder durchgehalten hätten, wäre das eigentlich ganz cool gewesen. Gucken, ob wir die da oben bekommen. Und dann haben wir hier noch den Nahkampf, der ist jetzt ziemlich ausgeglichen. Nur der Kontakt durch die Sturmfähigkeit war natürlich zu unserem Nachteil. Hier könnten wir... Nee, das werden wir aber nicht machen. Die werden da wieder hinterherrennen, sind dann völlig isoliert. Das geht nicht. Die sollen... Eigentlich hier... Es staut sich am Hang. Es staut sich am Hang. Und weiter geht's. Geplänkel mit der leichten Kavallerie. Die Triarier kommen raus. Ha. Kleine Einheit. Und die unerfahrenen Legionäre. Hier wird jetzt ausgefächert, um... Das ist interessant, um gegen unsere Kavallerie hier ein bisschen Deckung zu geben. Nahkampf am Hang. Entschieden da. Die sammeln sich gleich wieder. Aber ja, wir müssen hier mal zusehen, dass wir irgendwo zahlenmäßige Überlegenheit herstellen und hier durchbrechen können. Reicht aber leider nicht. Ja, und die müssen hier Platz machen. Können von da vorher. Entschuldigt bitte. Die sollen ja nämlich eigentlich da raus. Halten die Stand, ja, zum Glück. Wenn ich da angreife, könnte ich mit dem dahin. Der kann aber nur bis hier. Würde die Zone aber sperren. General hier rüber. Kontaktchancen sind immer blöd. Aber so geht's. Dann Flankenangriff bitte. Zermürbt ist großartig.
Kann das Ganze auch mal von nahem betrachten. So vielleicht. Machen wir direkt einen Screenshot. Er hat ja diese Zoom-Stufen-Modifikation, habe ich ja hier, benutze ich. Das sieht schon cool aus, wenn man so nah rangehen kann. Könnt ihr mal im Slytherin-Forum nachgucken, wenn ihr das auch benutzen wollt. Wir müssten dann in den Bach steigen, um die Flanke dieser Einheit zu decken. Den haben wir jetzt noch nicht bewegt. Alle haben wir schon bewegt. Aber das hier sieht gut aus, wenn wir da den General hier brechen können. Nicht übel soweit.